Guten Morgen. Den Tag nach dem 1. Mai. Ist was passiert in der Welt, Marlies? Ich glaube nicht. Nein. Hi, einfach. Oh. Hi, geht's dir? Einfach warm. Das ist gut, schön. Na? Wir haben Lalajak. Guck mal, wo das Lalajak? Das gute Lalajak. Nur wir Lalajak pflanzen wir in das hier. Lalajak. Ach, dein Neck ist wieder da. Ja. Otto. Lustigerweise habe ich gerade noch 10 Sekunden Weihnachtsblume gesagt, so ist den Pudding aber auch auf. Wieso sollte ich ihn nicht essen? Wieso wollte nie irgendwas aufisst? Und jetzt guckst du dir an, wie sie da sitzt. Schmeckt Blumen gar nicht. Nein, Jute, gut. Die Logo, das mit der Pudding. Das ist ein Kugelpudding. Ihr müsst jetzt los, ne? Und dann kann ich die Puppe machen. Und dann passiert etwas. Achso, das ist das Werkzeug. Komm, wir müssen los. Nee, jetzt nicht mehr. Komm, jetzt ist Schluss. Wo ist mein Boot? Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss, jetzt kann ich los. Jetzt, wo ich hier bin. Das ist gar nicht lecker. Komm, ich muss gehen. Jetzt war los zum Doktor. Komm. Mama ist nämlich nicht ganz gesund. Nein! Im Kopf. Wegen dem Baby muss man mal gucken lassen. Ja. Baby muss gucken. Ich bin Vater, ist der Joghurt. Meins ist kalt. Ich sehe nichts. Du siehst gar nichts. Papa! Im Stöckel. Ist ganz warm. Im Stöckel. Das ist irgendwas verrückt. Das ist wie Anu. Ja, du bist exakt meine kleine Anu. Du bist meine Anu. Komm her, Anu. Und ich muss gehen. Bitte schleppst du es. Frühstück. Ess die Reste von meinen Kindern immer. Die so übrig lassen. Ja, schmeckt noch nicht. Ich kann nicht verstehen, ja. Was man sagt. Das ist kein Vanillepudding. Das ist ja auch nicht. Das ist irgendwas anderes. Gut, also. Oh, jetzt geht's runter in den Keller. Ich habe ja keine Lust heute. Aber schon 3 Sachen zu tun. Tretlager und 2 platte Reifen. Also legen wir einfach los. Moin. Na super. Nicht verstecke. Hey. Wie 190217. Ja, das ist gleich Bescheid, was kommt. Ja, ja. Moin. Ja. Wie 190217. Das musst du jetzt sagen. Die ja, ich habe mir überlegt, T-Shirt zu machen, aber irgendwie bin ich da nicht drauf gekommen. Aber schönes schöne Kennzeichenschild eigentlich. Ja, ne? Ja. Hast du so ein Kennzeichenschild? Ja, dann weiß gleich jeder, was er ist. Die Reparatur, die nicht ausgeführt werden kann in Good Old Hamburg. Ja, der hat sich hier einen abgekniffen, um die Kurbel runterzuziehen. Ich weiß nicht, auf welcher Seite er jetzt angefangen hat. Ich glaube, hier, guck mal, da siehst du schon, den hat er kaputt gekriegt. Ja, aber das ist doch ja nicht so alt. Ich habe das nicht, ich habe das auf den Fotos ja nicht so gesehen, aber eigentlich, der ist ja überhaupt nicht alt. Der kann doch, der muss doch eigentlich. Ja. Das ist der Selbstausdreher hier. Ja, genau, den hat er da. Da musste er wohl, da hatte er wohl irgendwie noch mit Werkzeug irgendwie Probleme. Das musste er erst noch besorgen. Und ja, erst dachte er, das ist ein ganz normales Hollowtech-Lager, aber das ist es so nicht. Ah, okay. Weiß ich aber nicht, das weißt du besser. So, wenn die Kurbel nicht runtergeht, muss die halt absiegen. Habt ihr eh alles neu gekauft. Ist doch aber, ich weiß nicht, also normalerweise... Ja, vielleicht ist das ja auch, vielleicht konnte das einfach nur nicht, weil er mit diesem Prinzip von Lager oder so keine Ahnung. Na, was er sagt, ein alt eingesessener Laden? Ja, der Laden ist ja schon ziemlich lange. Der kennt sich doch aus mit so was. Ja. Okay. Das kann ich nicht so beurteilen, weißt du, ich bin ja auch bloß ein Hobbybastler. Ich habe für sowas nicht mal Werkzeug. Ne? Also ich glaube, so Bremsbelege und so, das kriege ich immer einen Schlauchwechsel. Ne? Aber so, wenn es komplizierter wird oder man ein spezielles Werkzeug braucht. So, jetzt habe ich hier ein bisschen relativ großen, ja, ich weiß nicht, ob das hinbaut. Oh, schafft die Kette das? Was ist das denn? Ja, ich weiß nicht genau, wenn das verkehrt ist. Gottes Willen, ey, meine Hecke, das ist gut, aber wirklich noch aus einer anderen Zeitlohe. Die waren jetzt ja früher nie gefahren, also mit dem höchsten Lastenrad oder so. Ja. Aber das ist ja vorne, sind die so klein geworden. Da geht man ja echt andersrum. Ich wusste gar nicht genau, da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, was hier jetzt eigentlich zuletzt drauf war. Da hätte ich ja nur mal gucken müssen und durchziehen müssen, dann hätte ich das gleiche wiederbestellen können. Ne? Ja, jedenfalls ist das so normal, das ist der Standard, oder? Bei den Rädern, die du so im Laden kriegst. Nee. Was ich hier kriege? Ja, was du hier kriegst, okay. Ey, das ist ja wirklich der letzte Husten. Hier, das, was du noch verbessert hast, das ist XDR. Ja. Ja, naja, muss, ne? Was haben wir jetzt? Kette, Kurbel, Zahnkranz, Lager, Kette, Lager. Kostet auch nicht viel mehr. Das Problem ist bei Hollowtech, dass alles eben so gleichbau ist und... Ja, das Lager, das war teuer. Also das erste, was ich da hatte, so auf D-Euro-Niveau, was das stand, das war 10 Euro oder so. Ha, 10 Euro! Und ja, und das kostet 30 Euro. Na ja, meine Güte, das ist ja nicht teuer. Das ist... Ich bin da arm, meine Güte. Ja, XDR 29,95. Ja, ja, aber wie der Zahnkranz, ne? Derselbe Preis. Teuerste war natürlich die Probe. Ja, schlimm ist, ja. Bin ich spannend. Ja, oh. Ja, wieso? Na, ist doch gut, wenn man es vergisst. Ich meine, das Problem ist, ich vergesse es auch manchmal. Und dann suche ich die und renne hier rum. Immer mal. Ich bin ja auch immer so eine Sappelstrecke. Weißt du, ich laber und laber. Ach, das ist ja auch nicht schlimm. Das ist doch nicht schlimm, Mann. Hast du was Verfängliches gesagt? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Das ist. Ja, schön. Ja, gut. So, ganz schnell mal einen Schlauchwechsel. Hier, erster Schlauchwechsel. Und der Marco ist dabei. Aus Hamburg. Ja, moin und ahoi, ne? Moin und ahoi, sagt er. Ist also Segler. Ah. Ach nee. Hat jemand verbogen? Die Flügelschraube verbogen. Die werde ich jetzt wahrscheinlich abbrechen. Wenn ich das zweite Mal biege, dann bricht sie. Ja? Das ist nicht Wolfgang, das ist Karsten. Das ist die Karsten-Agentur. Moin, Herr Böhner. Moin, Herr Müller. Was gibt? Wetter ist nicht so schön wie sonst. Wetter ist nicht so schön wie sonst? Aber ich hab vielleicht was drin. Wodka. Nee. Ich hab zwei Standarten vielleicht gesehen. Was für Standarten? Das sind so, die sind geil, also weiß ich nicht. Das finde ich gut, dass es nicht diesen Nazi-Charakter hat. Guck, die erste Versorgung ist da. Ja, ich wollte gerade fragen, ob du einen Kaffee willst. Ja, naja, ich würde tatsächlich lieber einen Kaffee nehmen. Okay, dann gehen wir mal kurz an holen. Hier ist auch irgendwo ein Bäcker, ne? Gleich hier auf der Ecke ist ein Bäcker. Ja, genau. Okay. Gut, gehe ich mal kurz. Ja, dann bis gleich. Dann und Schlauchwechsel endlich fertig, wa? Kommt ja nicht, da siehst du das erste. Ja, so, gehst hinter, fängst an, kommt der nächste, quatschen, so, immer hin und her. Ja, aber das macht so aus. Ja, wollte ich gerade sagen. So Kiez. Ja. Du kennst dich hier ja aus, die Leute kennen dich alle, ne? Das ist eigentlich macht das Spaß, weil ansonsten, wie gesagt, würde ich es nicht 12 Stunden am Tag machen. Ja, das verstehe ich. Bis gleich. Bis gleich. Jetzt aber, jetzt müssen wir mal gucken hier, was wir hier mit dem... Guck mal da. Ha! Ich hab's geschafft, ohne es abzubrechen. Ja, die gute Frau, die möchte natürlich das Rad so schnell wie möglich haben. Ja Mensch, seht ihr? Alles keine Hürde, einfach herkommen, einfach vorbeikommen. Da ist der alte Schlauch. Ich hole einen neuen. Ich komme mir vor wie am Montag oder so, aber das ist ja nicht Montag. Heute ist ja schon... Heute ist schon... Donnerstag. So, schauen wir mal, was sie sich eingefahren hat. Ob sie sich was eingefahren hat, die gute. Bike Ribbon. Das ist Schlauch Nummer 1, den ich tauschen muss. Dann halt noch Schlauch Nummer 2, den muss ich auf Kulanz tauschen. Weil irgendwie, also der ist, ich habe mir getauscht und dann habe ich ihn hier unten in den Keller gestellt bis zur Abholung und bei der Abholung war das Ding wieder platt. Da habe ich gedacht, der Herr, ich das jetzt vielleicht aufzupumpen oder nicht. Habe das Ding wieder aufgepumpt, habe ich aber zu ihm gesagt, ich sage, du, wenn der wieder platt geht, dann kommst du einfach vorbei, dann machen wir es nochmal. Also, weil kann sein, dass ich es vergessen habe aufzupumpen, das kann durchaus auch mal vorkommen, aber war ja eigentlich das Ventil zu war und ich eigentlich, das, naja. Weiß ich nicht, keine Ahnung. War ich mir nicht sicher tatsächlich. Nun, er war platt wieder. Warum? Auch immer. Ich habe keine Ahnung warum. Kontrollieren tue ich halt immer. Da war nichts drin. Aber man weiß ja nie. Gut, okay, habe ich geschafft, gute Frau. Seien Sie mal so gut, holen Sie das Ding auch ab. Ich positioniere das mal draußen, damit sie sieht, dass das fertig ist. Und dann mache ich die Reklamation sozusagen. Wolfgang wollte sich schon verdünnisieren. Moin, moin. Ich kenne dich, du bist berühmt. Ja, du. Hamburg, ich bin Abonnent von Tommy. Und ich sehe dich immer auf YouTube. Wolfgang, jetzt mit der BZ. Jetzt geht er. Jetzt sehe ich schon mal. Jetzt sehe ich schon wieder jeder. Da freut er sich. Wolfgang, lies mal vor, bitte. Ja, Entschuldigung, ja. Der muss ja deine Aufgabe wahrnehmen hier. Ja, aus Hamburg. Jo. Und jetzt bist du hier im Moment zu Besuch in Berlin, ja, oder? Mhm. Berliner Junge isst nur hartes Brot und Äpfel. Hartes Brot? Ja, ne, wenn du anders beißt, nicht rein. Ach so, hartes Brot. Oder also gut flüssige Züge her. Ja, Urlaub ein bisschen, 2 Tage Urlaub. Und dann natürlich Tommy. Dann muss ich ja mal vorbeikommen. Hast du ja schon mal in der Stadt bin, oder? Ja, ja, klar, ist ja richtig. Ja. Außerdem habe ich noch eine Fliege gefangen mit dem Fahrrad. Ja. Ich fertig. Ja. Aber macht er ja auch. Ja, ich sag ja, also wir haben das jetzt her 15 Tage, 4 Wochen war alles ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nun sind wir in der Hungerstraße. Ach so, ja. Für heute weiter. Und markiert Porträt. Und wie dachte man das gewesen? Weil ich Kiezporträt. Ja. Kiezporträt. Ach so, okay. Ja, da ist schon fast 60 Jahre hier Wohnung. Ja, guckt man ja keiner. Ja, wenigstens nicht ausgesetzt, jetzt verstehe ich das. Ja. Naja, ich kann hier so sagen, da war mal ein Flüchtling drin, da war nicht, da war nicht wahr, ja, deswegen, ja. Also da hinten drin, anwendet ist der Marsch drin, so ein total arabischer Marsch, alles sowas, ja. Ja, und dann sind wieder geschrieben und man ist dann am 16. bis zum, also 3 Tage ist hier nachher in Neukölln, also 48 Stunden. In Hamburg hört man oft, viele wollen jetzt gerade hier den Kiez kaufen. Ne, da wollen sie hier gerne wohnen, ja. Weil es schick ist oder das Ende ist. Ja. So was Ähnliches haben wir in Hamburg auch, ne, mit Vettel und Wimmelstock. Ja, da sind auch so Ecken, wo man früher gesagt hat, da möchte ich aber nicht wohnen. Also die jungen Leute auch nicht hin. Das ist klar, das ist nicht. Rentner rast in ein Einkaufszentrum. Wolfgang, was hast du denn da wieder gemacht? Ah, nee, wollte ich. Ja, hier, ja. Wir kommen dann, bei euch in Hamburg? Rentner rast in ein Einkaufszentrum. Ja, ich weiß. Da war über das Internet. 85-Jähriger. Ja. Boom. Über das Internet, da war der hat auch gesagt, ich bin Zufall, sagt er, ich kenne doch. Ja, so. Ja, wisst ihr, ich habe ja durch seine Kamera hier alle Tiere, ja. Das sind alle ich bin alleine, da gibt es zu, ich habe heute da keinen, ja. Da sollst du nicht mal so sagen, da. Und dann macht man abends, wenn man so zur Liste drin ist, wenn ich Abend gegessen habe, so 5:30, und dann ist es 7:30, dann habe ich ganz auf die Ruhe so. Die letzten 2-3 Stunden, das hat uns sehr gut durch die Dämliche Quatsch und so. Ja, alle Mögliche, ja. Der macht das schon, der macht das daher schon ein bisschen Spaß. Der kommt her und der kommt her. Moin. Man kennt sich ja der Suppe. Ja, also das muss man klar müssen. Ja, aber. Kommst du, ist nicht alleine. Nö. Immer was los hier. Arigo. Ich muss ja noch schnell diesen anderen Schlauchwechsel machen und dann kümmere ich mich mal um Marco, sein Rad tatsächlich. Und vielleicht ist er ja dabei, kann er zugucken. Erinnert er euch noch an das Rad hier? Der sitzt ja nicht mal straff, also da ist so was anderes. Okay, das ist ja nicht so. Woran liegt das? Ja, Schlauch und fertig. Oh, hier siehst du, das macht doch Spaß. Hinter drin raus. Knickknack. Der Wolfgang freut sich. Der hat jetzt ein Opfer gefunden. Der Wolfgang. Muss der Marco durch jetzt. Das ist ganz gut. Halt mal Ablösung. Kann jeder von euch mal vorbeikommen und den Wolfgang unterhalten. Da wird es auch nicht langweilig. Ja? Für Wolfgang erzählt er immer die gleichen Geschichten. Aber wenn immer jemand anders dasteht, dem man erzählt, dann ist es nicht langweilig. Wenn aber immer ich da stehe, dem man jeden Tag die gleichen Geschichten erzählt, dann ist es schwierig. Mir ist es langweilig, ich sag so wie es ist. Das sag ich so wie es ist. So, pumpen, fertig, Feierabend. Da muss man manchmal auch machen, manchmal muss man auch was umsonst machen. So, pass mal auf da. Jetzt machen wir gleich Marco seins. Wie 190217, herzlich willkommen. Ja, da muss ja Marco, der muss sie jetzt leiden so ein bisschen. Aber ich sag ja, wenn man das einmal hat, einmal, ist okay. Wenn du das gleiche jeden Tag zweimal hast, dann ist das bei Wolfgang auch mit Unterricht anstrengend. Ja, also ich kann ihn aber auch irgendwie verstehen. Ja klar, der hat ja gehen. Ja, also sagt er. Ja. So nach außen. Aber wenn du ihn siehst, der kennt den ganzen Tag mit jedem am Schnacken. Deswegen ist er weg, ist er vorbeigelaufen am Laden. Weil er mit jemandem wieder so, so gequatscht, ne? Ja. Von morgens bis abends. Er ist der Einzige, der hat so viele soziale Kontakte, der ist der Wahnsinn. Ist aber ein netter Kerl. Ja, ist er ja auch. Ja. Bloß wie gesagt, manchmal ist das ja auch. Du hast ja auch nicht immer die Zeit. Genau. Und das ist bei den meisten Leuten so. Die haben halt nicht die Zeit. Du wisst, die sind alle gestresst heutzutage. Die müssen schnell irgendwo hin, dann laufen sie bei ihm am Fenster vorbei und er schreit raus, ey, moin, und ah, wie ist das schon? Und oh, da musst du erst mal 10 Minuten. Und denkst so, Mann, du, ey, ist jetzt aber auch knapp. Ja, das ist dann schwierig, oder? Aber was will man machen? Ja, ich bin ja jetzt auch im Urlaub und bei mir ist das jetzt auch ein bisschen was anderes. Ne? Also ich kann mir das schon vorstellen, wenn du hier den Keller voller Räder hast und kommst nicht zum Nix. Ne? Ja, gut, halt ich komme mit Wolfgang ganz gut klar, aber wie gesagt, ich meine, das liegt auch mit anderen, das ist ja auch. Und er erzählt dann jedem das Gleiche, dass er Herpin hat und so. Dabei, wie gesagt, hängt er hier ungefähr, sagen wir mal, 3 bis 4 Stunden am Tag hängt er hier. Ja, also er kommt ja 3 Mal. Er kommt erst morgens immer kurz, dann würge ich ihn ab, weil er muss ich arbeiten. Ja, logisch. Ja? Und dann kommt er mittags, also nachmittags. Aha. Und dann geht er erstmal in die Abendbrotschule essen. Ja. Und dann kommt er abends nochmal. Ja. Ja, alles gut, jetzt voll rundum Programm. Zwischendurch ist er dann mit den anderen Leuten am Schnacken am Fenster. Also wie gesagt, da macht er Mittagsschläfchen. Du musst den Tag herumkriegen. Das ist das Problem, dass er ja nicht so richtig die, sag mal, der hat nicht so richtig das Programm. Also das, was ihm so ausfüllt, das hier rumsitzen und warten, ist ja auch schön, er kann ja auch herkommen, das ist kein Problem, aber mal eine Abwechslung, mal in irgendeinem, was weiß ich, Rentnerverein, ich habe keine Ahnung, Robert in der Art, da fällt sich mal so doof an. Keine Freundin oder so. Ja, irgend so ein Quatsch, wo man so sich zusammensetzt und so schnackt oder so. Ja, hat schon ganz schön Spiel. Ja, jetzt nächstes noch mehr, ne? Ja, also das Rad hat, ich glaube, 4800 Kilometer runter. Habe ich hier neulich nochmal auf dem Tacho gesehen. Ich traue mich halt ja nicht ran an diese Rad. Mach doch die Kamera aus. Nein, ich mache die Kamera nicht aus. Die bleibt ja an. Weil das ist ja eigentlich ganz simpel. Regulär ist jetzt meine Vorgehensweise. Ich drehe einfach drin, Inbus, drehe das Ding auf und dadurch zieht es sich raus. Was du sagst ist natürlich, dass das Ding hier kommt. Ne, also sieht man ja, das schief reingeschraubt sowieso, alles klar, das wird kommen, das wird rausreißen. Ne, das wird das Ganze nicht mehr mitmachen. Aber normalerweise müsste das Ding ja lose sein dadurch schon. Und wenn man jetzt das hier reindreht, dann drückt er doch die Kurbel weg, oder nicht? Oder wie ist das? Nein, nein, der bleibt hier. Der müsste normalerweise plan drin sein. Ach so, der ist nur so ein... Der ist der Gegenhalter, der ist der Gegenhalter und diese Schraube, die du hier siehst, die hat einen breiten Kopf und wenn du sie aufdrehst, dann drückt dieser breite Kopf gegen diesen Gegenhalter, der wiederum überträgt die Kraft natürlich auf die Kurbel und zieht die dann raus. Deswegen so Selbstausdreher oder Selbstabzieher oder irgendwie so heißen die Dinger. Dass sie die Dinger aus Aluminium gemacht haben, ist natürlich jetzt nicht ganz so geil. Gibt natürlich nach Aluminium. Ne? Ja, Titan kann man nehmen, ist auch genauso leicht. Also ich glaube, bei dem macht das keinen Gramm Unterschied. Und aber auch ist weich. Ja, ich bin gespannt. Ich bin aber gespannt. Ich auch. Gespannt wie ein Flitzebogen. Aber dann lachen wir den halt aus, ne? So heimlich. Nee, das kann es nicht sein. Also, ich kann es nicht beurteilen. Vor allem mit so einer Systembezeichnung hier wie 190217. Ja, Auftragsnummer halt, ne? Ja, Werkstatt. Werkstatt 19. Nee, Monteur 19. 0, nee, das ist Werkstatt 2019. Auftrag 217, das wäre viel. Aber könnte hinkommen. Auftrag ja. 217 in Werkstatt, Auftrag 2019. Also nicht schlecht, Leute. Also 219, das. Ja, der ist komplett durch. Ja, also merkst ja schon. So, jetzt müsst ihr dagegen drücken. Jetzt kommt da so ein Stück raus. Und jetzt drückt der Kopf eigentlich gegen. Gut, wie gesagt, die Winde ist eh durch, deswegen kann man das eigentlich vernachlässigen. Ja, der reißt raus. Da ist er. Ne? Aha. Das sollte eigentlich halten. Das ist genau das, was du hier vorne hattest bei deinem. Genau, jetzt sehe ich das ja. Ja, das ist den breiten Kopf, jetzt ist das System auch zu verstehen wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Wäre ja einfacher wie bei, wenn man hier so eine Schraube drin hätte, ne? So wie das, ich glaube bei XT ist das so. 217. Alter, ey. Der Roboter. Muss seine Arbeit einstellen. Ich fand das so witzig, ich habe mir jetzt so bildlich vorgestellt. Wie so eine automatisierte E-Mail dann kommt irgendwie 1917, seine Arbeit einstellen. Alle roten Lampen blinken. Genau. Total überfordert. Die stoppen alle dicht. Die Kugel kann nicht zerstörungsfrei entfernt werden. Genau. Ja, das können wir auch nicht tatsächlich. Ja, was ist denn? Wir können nur runterbolzen. Und dann hoffen wir mal, dass der Rest heile bleibt. Zerstörungsfrei in den Mai. Ja, Ständer. Spezialständer mit einfachem Werkzeug 45 mm. 45 mm. 45 mm. Sehr geil. Ich glaube, da kommt schon. Das ist ja extra gegen Verdrehen nochmal so ein Ding. Tobi. Laut. Geht's los jetzt, ja? Ja. Laut und oll. Nur mal an der Linie. Ja. Ah, scheiße, ein Dreck, du. Hier ist ein Asch. Geht frontal rein. Frontallappen. Diagnose. Diagonal. Quer über den Rahmen. Immer. Schalt an, leg rauf und lauf weg. Mal gucken, was da ab ist. Müsste ich doch so abgehen, freiwillig schon. Schön, herrlich, wunderbar. So, jetzt, was sagst du? Hopp oder top? Ja, Herr Doktor. Saubere Arbeit. Gut. Sauberer Schnitt. Sauberer Schnitt. Und Bier am offenen Herzen. So, ich mache mal eine leichte Tüttelung. Yeah. Guckst du. So, jetzt sag mir nochmal, warum zur Hölle? Gerade jetzt so fest. Naja, das ist ja alles klar. Das ist ja der ist ja klar. Das ist ja der Antikonter, die Antikontereinheit. Das ist ja auch wissen, das ist ja auch mein Problem an der ganzen Geschichte. Wie so ein Spacer mit Kralle. Ja, sowas gab es ja früher für Steuersätze, kenne ich ja. Aber die haben ja keine Funktion, dass die das fester machen tatsächlich auf dem Ganzen. Die Funktion ist ja nicht eben. Da war einfach Spannung drauf. Nur hier reingelegt und von da drücken ist der ja nicht auch, ne? Ja. Naja, deswegen ja auch der Abzieher. Müsste ja mit dem Abzieher gehen. Dass das da nicht geht. Ja, wie 19.02.17 hat recht gehabt, zerstörungsfrei ging das nicht. Also, Hamburg ist rehabilitiert. Da muss ich ja fast zu der Werkstatt hingehen und dann nochmal 2 Euro in die Spendendose schmeißen. Ja, das kannst du sowieso machen. Das habe ich auch. Kannst du bei jeder Werkstatt in Hamburg machen. Die freuen sich. Was ist eine Werkstatt? Spendenrundfahrt. Das kommt auch gut an, da freuen die sich. Einfach so, weil ihr da seid, ja, weil ihr das macht. Würde mich auch freuen, wenn hier mal einer kommt, einfach so. Also freut mich ja jedes Mal, wenn einer kommt und sagt, schmeißt da was drin. Ja, da ein bisschen chronisch ist das. Aber du, das ist wahrscheinlich einfach ohne Fett draufgebolzt und dann ist das so. Ist ja nun doch irgendein Metall, was Funken sprüht. Das ist ja keine Aluminiumachse hier. Und das ist halt Aluminium, aber so fest. Nee, nee, du, also wirklich. 4, 6. 6 Kant. Also richtig verstanden habe ich es noch nicht. Warum das so fest war? Ja, wie das überhaupt möglich war, dass das so fest drauf war, weil da ist ja nichts. Oxidation. Ah, ja, okay. Festgegangen. Ja. Da wird keine Paste drauf, also sehe ich ja nicht, hier ist ja keine Paste drauf, ne? Anscheinend sauber. Da ist keine Paste drauf, das wurde trocken zusammengefügt und das war halt. In der kürzesten Zeit, dass das so vergammelt, naja, ja. Willst du es mitnehmen? Nee, wa? Nicht unbedingt jetzt. Nicht zwingend. War ja jetzt hier irgendwo so ein Kackring noch. Den habe ich jetzt weggeschmissen, naja. Irgendwas ist ja hier, der, genau. Der war das. So, der hat hier drin Gewinden, nehme ich. Ah, tatsächlich so 2, 3. 2, 3 Windungen. Der ist hier drauf. Ja, aber der hat ja damit nichts zu tun. Alles klar, der macht die Das ist der, macht hier die Vorspannung, die bei dem anderen durch das Plastikding erzeugt wird. Also du steckst den drin und dann musst du den ja erstmal ein bisschen spannen. Das machst du damit. Du siehst auch die Fragezeichen? Ach komm, hör auf, ich stecke ihn dir nochmal drin hier. Du steckst das Teil hier durch. Da durch, zack. Dann kommt das ja hier drüben an. Ja. Jetzt hast du es aber nur so lauber am Ring gesteckt. Ja. So. Und dann wird das quasi so vorgezogen. Ja, damit das zentral sitzt. Damit das richtig schön ein bisschen so vielleicht auf Spannung sitzt, musst du den Ring drehen. Dann kommt der, also der hat jetzt damit Gott sei Dank nichts zu tun. Nicht, dass wir jetzt einen Fehler gemacht haben. Erstmal hier drehen, da drehen, dort drehen. Ne? Der macht nur die Vorspannung, der hält nur diese Teil in der richtigen Position hier drin. Mhm. Dann kommt diese Gegenzahnscheibe, die ich jetzt schon weggeschmissen habe. Und dann kommt der Kurbelarmruf, den ich weggeschmissen habe. Und dann ist es gut, dann wird das Ganze verschraubt. Also im Grunde genommen war alles richtig. Das hätte mit dem Selbstausdreher einfach runterzuziehen sein müssen. Ihm aber nicht, weil wahrscheinlich einer, wie gesagt, keinen. Willst du die Kettenblattschrauben aufheben? Nee, war. Halt Asche. Oh, Gott sei Dank. Weg mit dem. Weg mit dem komischen Ding. So, aber sind wir relativ schnell. Das ist ja, siehst du, kommst aus Hamburg her, Stunde später ist schon alles fertig. Oh, das war nur lauwarm angezogen, das hätte ich mit der Hand ausdrehen können. Gut. Dieses ewige tausendfache Eingepackte ist natürlich sehr gut für die Umwelt. Ja. Spacer-Ring, den können wir doch den nehmen eigentlich. Moin. Ja, bitte? Was denn? Hi. Hi. Das ist meiner Notfall, diesmal mit meinem Fahrrad. Notfall gleich? Nee, warte, ich hab hinten einen Platten. Das ist doch kein Notfall, ja, sag mal. Und? Soll ich das machen? Ja. Das ist ein Ding. Cool. Da bring's mal runter. Gleich. Ja, wo bist du denn hingefahren? Was ist denn das alles für Sand? Ja, ein bisschen. Och, guck mal. Direkt reingekommen, ne? Direkt im Getriebe. Ich kann das nicht machen. So, also nur handfest einnehmen, sagen sie, ja? Ha! Wahrscheinlich nicht, aber... Also ich bin raus. Wie raus? Ich kann dazu nichts sagen. Wieso? Weil ich da nichts dran verstehe. Wieso? Ja, du bist doch hier zum Lernen. Ja, das ja. Das ist ja. Also kann ich nur aufpassen, wie man bei euch sagt. Aufpassen. Aufpassen. Nee. Was? Hm? Noch eine Nummer kleiner? Nee. Jetzt habe ich ja extra schon hier. Ach, nö, tu mir das doch nicht an. Scheiße. Moin. Hallo. Herr Wille. Ich habe mal eine Frage. Ja. Ich suche Lastenfahrrad. Ja. Habe ich nicht. Nur den oben, oder ist das Kunde? Das ist privat. Ah, nicht zu verkaufen habt ihr nicht, wa? Nicht zu verkaufen, nee. Gut. Nee. Ich wollte nur was fragen. Ja, nee, leider nein. Mein Führerschein abgegeben, ich brauche was zum Fahren. Die sind gut, aber gibt es selten und teuer. Ja, da fragt. Das günstige Internet 600 €. Das ist aber wirklich günstig. Ja, aber das ist auch nicht so gut im Zustand. Ja, ja, dann muss ja. Was im Zustand ist 1000, 1200 € in den Dreh. Ja. Das ist der einzige Kunde, der braucht hier, schwört hier in 10 Jahren, aber... Ja, bitte! Ist der Kleine noch da? Wer ist denn der Kleine? Der Kleine ist hier... Meinst du den Hamburger? Ja. Ja, ja. Der ist noch da. Wolfgang, ich komm gleich hoch. Oder ich komm gleich runter. Er kommt gleich. Er kommt gleich. Ja, ja, ja. Du brauchst nicht die Treppe runterbuchten. Mhm. Das ist ja schön, dann seid ihr noch am Schnacken kurz hier, dann kann ich kurz fahren. Dann passt es doch. Mann, so ein Cheater. Echt, da fehlt mir echt dieser Kurbel. Das gibt's doch ja für den XDR. Brauchst du noch dünneres? Das hätte ich gar nicht. Ja. Tretlagerwerkzeug. Na, hol ich mir einfach. Dann habe ich das mal da. So, dann machen wir eben das Ding fertig, da freut er sich. Das freut mich dann auch. Fertig, weg. Aua! Next. Oh. Ärgerlich ist es auf alle Fälle. Mann, dass ich da nicht drauf geachtet habe, das ist ja mein eigener Fehler. Was soll jetzt, so ist das. Tommy macht auch Fehler. Also, habe ich halt bei, Geld habe ich bei, Geld habe ich halt. Tschau! Der Wolfgang hat kein Handy. Handy habe ich auch. Ah, aber nicht so eins mit Navi. Ach so, nee. Klauen sie ihn ja auch, wenn er bloß für Räder geklaut sind. Ja, hat er erzählt, ja. Ja, das ist ja schon wieder. Aber ich habe eben 2 Schlauchwechsel, habe ich schnell gemacht für dich. Ja, ja. Jetzt können wir was machen, was soll ich machen? Ansonsten 9 € nachbestellen. Wie viel? 9 € oder so. Ja. Für den Plastikring. Ja, okay. Ja, das ist gerade mein neuer Ankauf. Die Nummer ist 0000. Du musst anschließen, wenn du davor bist. Ja? Weil das ist hier dein Rucki-Zucki-Weg. Und ich weiß, vorne das Lager ist kaputt. Das kannst du dann auch schön merken. Das merkt man halt schön beim Fahren. Okay. Also es ist, ich habe das Lager eingestellt, aber es kommt nichts. Okay. Ansonsten ist es eigentlich eine schöne Sache. Es war alt, aber schön. Nicht? Eine Frau ist mir zu klein. Das ist ja schon maximale Position. Das ist mir zu klein eigentlich. Ja, das hier, das was da jetzt steht, was du da neu machst mit dem dicken Reifen, ne? Ja. Sind die auch ein bisschen klein für dich? Der sieht so klein aus daran. Ja, die sind klein, aber was du machen? Ich mache das ja nicht für mich unbedingt, ich mache das für mich, für meinen inneren Frieden. Ich habe jetzt aber eins entdeckt in... Ja, bis gleich. Bis gleich. Hallo, Maris! Das war der Marco. Der kommt gleich wieder, der bringt jetzt ein Werkzeug mit, was wir uns gebraucht haben, eine Radspannerei. Und bei dir so? Ach! Ja. Du musst Frühstück gemacht, dann hast du keine Zeit. Ja. Haben wir 5 Minuten gekriegt. Ja, ist doch super. Also, ich freue mich, glaube ich. Sehen wir das schon? Ja, das ist gut. Guten Appetit. Hallo. Ich bin Marco. Ja, gerade schon mich weggefahren sehen. Hi. Hallo. Ja, ich habe mir schon einen Teller mit hingestellt, weil jetzt bekommst du mal keine Hamburger Fischbulette, sondern eine Spraybulette. Das ist echt. Nee, sag mal nicht. Ja, Marlies kannst du nicht halten. Ja, wenn du willst, kriegst du wohl. Nee, nee, danke, danke. Hier ist mal dein Lauge noch auf. Lauge auch? Guck mal, Lauge habe ich. Lasst euch mal einen Augenblick allein. Ich gehe noch hier kurz ein bisschen die Straße runter. Okay. Okay? Ja, kein Problem. Bis später. Bis später. Ciao. Ciao. Ja, ist netter. Schön. Magst du das? Ja, da ist schon getauscht. Ah. Das soll zusammengebaut werden. Ja, aber es war jetzt nicht so einfach, wie ich dachte. Es war tatsächlich richtig kein verkantet oder irgendwas. Ja, verkantet war es ja nicht. Das war einfach nur drauf. War fest. Das Problem war, dass das Gewinde von dem Selbstabdreher ausgerissen war tatsächlich. Und deswegen konnte man es einfach nicht abziehen. Ich glaube, das war das einzige Problem. Mhm. Willst du einen Schluck? Ja. Ich habe aber gemischt. Ja. Cool. Wo ist denn der Rest? Wo ist denn die Teile? Also, was würde ich sagen? Achso, die. Skadi stänkert gerne. Ja, Lumen wollte heute Morgen. Also, Skadi hat geredet und geredet und geredet und geredet, ne? Ne. Irgendwas. Und dann Lumen, ich will jetzt auch mal was sagen. Und weißt du, was Skadi denn macht? Mit Absicht, sie redet weiter. Und zwar irgendein belangloses Zeug, was sowieso kein Mensch versteht. Und dann habe ich das und dann das und dann das und dann habe ich das und dann und dann und dann und dann und dann. Ewig geht das. Das Lumen hat die Krise gekriegt. Ne? Hallo, ich will auch mal was sagen. Und dann war halt Skadi kurz inne. Und dann, wenn Lumen anfängt zu sprechen, redet sie weiter. Und dann. Und Lumen ist ausgeflippt. Nee, braucht nicht mehr. Tada! Marco, wo hast du die Teile hingepackt, Mann? Ja, da. Okay. Sie wollte nämlich die Fuchsbande hören. Aber der Toni ist weg zu der Fuchsbande. Die haben den irgendwo hingepackt und dann war sie der Überzeugung, dass Anruf den versteckt hat. Damit sie nicht die Fuchsbande hört. Das ist die Fuchsbande. Die Detektive. Sie lösen jeden Fall. Deswegen gesagt, naja, ich kann ja Anouk später fragen, wenn sie kommt, ne, ob sie es versteckt hat. Diese blöde Anouk. So, und dann ist Lumen ausgeflippt. Nein, nicht später. Jetzt. Yes. Oh, hat sie dann da rumgebrüllt. Richtig laut. Ich muss sagen, es war mir einfach danach, ich habe sie nicht zurück angebrüllt. Ah. Ja, und nee. War wie so ein verschrecktes Reh. Ich habe nämlich zu ihr gesagt, wieso nicht später? Anouk ist nicht da, wie soll ich sie jetzt fragen? Das habe ich zu ihr gesagt, aber auch so in den gleichen Worten. Oh, war Mama frech. In dieser gleichen Tonlage, wie sie mich angefangen hat. Oh, da war sie richtig geschockt. Und dann war sie sauer und dann hat sie sich versteckt unterm Bett. Na, war der Weg aber auch sauber. Also. Mann, ey, das geht mir so auf den Keks morgens, dieses Angebrülle. Alles ist blöd für sie. Ich habe ja nicht mal gesagt, nee, ist mir egal, ich kümmere mich nicht drum. Ich frage Anouk später und sie fängt da an, ja, mich anzubrüllen. Ich finde das furchtbar. Wie kann man nur so als Mutter? Warte, ich habe doch nur an ihre, ich wollte sie reflektieren, damit sie mal sieht, wie das ist. Hab ich genau in der gleichen. Und hat sie reflektiert? Und sie sehen, wie das ist? Weiß ich nicht. Aber sie hat mich erstmal komisch angeguckt und dann hat sie sich versteckt. Und dann meinte sie nur, du bist so gemein. Du bist eine gemeine Mutter. Keine Ahnung. Ich weiß da auch nicht, was richtig und was falsch ist. Müssen wir auch nochmal in die Schulung? Gibt ja keine, leider. Für richtig und falsch? Nee. Einfach, jetzt zeig mir, wie ich rede. Weil ich jetzt nämlich den mega Zahnkranz meines Lebens auf. Ich hab noch nie so einen. So viel Zahnkranz. So viel Zahn. Habe ich noch nie gesehen. Ich bin wirklich. Also. Was ist das denn zur Hölle? Das ist ein Tablett, könnte das auch prima sein. Na, wenn es da rauf muss, ist es da rauf. Ja, ich bin verunsichert, ehrlich gesagt. Ob das da noch funktioniert ordentlich? Na, hoffentlich. B19-0217, alles ist erledigt. B19-0217. Gleich sind wir fertig, ja, bis später. Was? Viel Spaß. 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 Hat sie wirklich Spaß gesagt? Ja. Ja, okay, so, ey, okay, ist ja auch nicht. Die Jugend heutzutage. Spaßgeneration. Zack. Vom Speichenschutz Ring ist nichts mehr zu sehen. Den kann man sich da fast sparen. Spaß. Wahnsinn, ey. Das ist ein E-Antrieb oder was? Ja, ich hoffe, der kleinste Gang ist schnell genug, dass man wirklich noch von der Stelle kommt. Weil dieses Mega-Range ist überhaupt nicht mein Ding. Wenn man mit viel Last fährt und mit richtig Trekking, also Tourenrädern und mit vollem Gepäck und so, da ist das bestimmt geil, aber so ist das nicht mein Ding. Ja, Marco, der gibt ja auch zu, der hat nicht drauf geachtet, so richtig. Schon wenig mit Essen. Ja, schon deine fliegende Untertasse schon drin. Oh! Was? Ne, zu schnell. Fliegende Untertasse. Alter, der Speichelschutzring, der passt natürlich jetzt nicht mehr. Ja, okay. Deine Scheibe ist ein bisschen verzogen, ne? Deine Bremsscheibe. Echt? Ruhig mal. Dann müssen wir den Bremsrad richten. So, ja, ist ja nur an einer Stelle. So, machen wir erstmal ein Kettchen drauf. Und wie ist so? Ja, nö, das ist so, also das ist genau wie in Hamburg, die Ecken so, ne? Also mit diesen, die Straßen genau wie hier alles dicht geparkt, ne? Ja. So, aber ich sag mal, was hier ein bisschen entspannter ist, ist so mit Radfahrern. Weil das da bist du in Hamburg, bist du fast tot. Wenn du so fährst wie hier, die fahren dich tot. Also hier nehmen sie echt eher Rücksicht. Du meinst, die Autofahrer nehmen mehr Rücksicht? Ja, die nehmen mehr Rücksicht, ja. Ja, aber die Radfahrer fahren hier wie die Säue. Fahren wie die Säue. Wahrscheinlich kommen sie deswegen auch gut klar. Also in Hamburg fahren die auch wie sie auch, ne? Also ich bin Busfahrer in Hamburg. Ich kann so ein bisschen was erzählen, okay, was mir da um die Ohren fliegt am Tag. Aber hier, ich muss sagen, dafür, dass die Infrastruktur hier teilweise aus dem Mittelalter ist, ne? Sowas haben wir in Hamburg auch viel, gar keine Frage, ne? Aber Hamburg ist schon wirklich eine Fahrradstadt, mehr als Berlin. Kommt drauf an, also ihr seid auf einem richtig guten Weg, was auch vor allen Dingen was politisch das anbelangt, ne? Also da ist ja hier der Radentscheid, der Stoßenröder oder Röder oder wie der heißt. Wir kennen die alle nicht. Der hat ja, das ist ja so ein Stadtplaner eigentlich, der hat das ja praktisch ehrenamtlich hier gemacht, den Radentscheid. Ohne dem wäre das nie gekommen. Und so ein bisschen was passiert ja. Aber ich sag mal, wenn du in Hamburg so aggressiv oder sagen wir mal so offensiv zu Werke gehst, die fahren dir den Arsch ab, eiskalt. Hallo? 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 Hallo, heißt, können Sie mal willkommen. Hallo? Sprechen Sie Englisch vielleicht? Ach, du sprichst ganz gut Deutsch. Funktioniert? Bitte? Siehst du? Doch nicht. Ich spreche nicht sehr gut Englisch. Oh. But only a little bit. Okay. What's the problem? Should I go there? Ja. You can come here. Oder so. What kind of problem you have? Hello. I had a small accidents with the car. Car hit my bike. Siehst du? Haben wir gerade drüber gesprochen. It was very slow. Yeah. And now you see? It's not straight. Yeah, but I don't know if it was just this. It's very simple to fix maybe, or if I should have the whole inspection. Ah, the whole bike is broken. You need a new one. Now I see. No, I need money. You need a new bike. See? Es ist alles ein bisschen locker, ne? Ein bisschen was? Ein bisschen locker, alles ein bisschen. Ah ja. You have to make it tight. Mm-hmm. But if it's tight and you have the same accident, then maybe it's broken everything. Ah, okay. It's yeah. Good to it's be good not tight. Yeah, you know. Ist der Vorbau frei geblieben? Vorbau ist frei geblieben. You think it's okay? Fantastico! Here or no? Nothing? Sorry, nothing. Okay. But you have to make it tight. Mm. Tight, tight, tight is better okay. Than without tightness. Ein bisschen hier, ein bisschen okay. Hier. Oh. Mm. Schelle. Yeah, I clamp. Ring. Clamp. Yeah. It's not the right clamp to yeah. Put it on here. I bought it like this. It's a fixed, reversible, fixed. Yeah, but you don't write fixed. No, no, no. That's very good. And then the person just adapted. Just yeah, added the brakes. That's good for the police. Yeah. Well, that's. Can I show you one thing more? Yeah, please. Maybe this is loose too, because when I installed the new seat it was... It was in the right position, mm-hmm. But now just came... You see? I think it should be here. Yeah. Okay. Rusty! Mm. Auch dringend Luft. Luft? Ja, ja, ja. Wie gesagt, also, Mensch, ey. Das sieht ja so einfach nebenbei. Alles nebenbei. Middle Position. Boah. Keine Antwort, ohne Antwort. So ist es hier. Helfen hin und her. Alles mal nebenbei. Oh, und hier passt das nicht mit dem großen Kranz. Was soll ich denn jetzt machen, ey? Die ist nämlich läufig. Ach so. Da habe ich da oben auch ein bisschen Aufhang drauf gemacht. Ach, oben noch? Ja, nee. Wenn die ja alle richtig gemacht. Guck mal, das ist die Windel und die nie wieder. Genau. Ich liebe die Windel. How much exactly is it? Ja, das kostet aber auch. Ne? Und das Geld habe ich nicht. Tut mir leid. Das klappt ja auch nicht. Hm? Klappt ja auch nicht. Ich weiß, ein paar Fänger mal. Ja, Büchse liegt ja eh nicht. Nicht am Arsch, aber oben. Ja, yeah. Okay. Next time, €1 or whatever. Some, you put it here and that's it. Okay. Yeah? Thank you. Thank you. Schönen Tag noch. Bitte. Ciao. Ja, also, da hast du die kaufmännische Geschichte daran. Naja, das ist aber okay, weil... Fummeln da, fummeln da, fummeln da. Natürlich, das ist... Und dann... Oder einfach sagen, ja, €3. Willst du etwa Geld? Willst du etwa Geld? Nee. So, jetzt habe ich alle da gepackt. So, wo ich geschrieben bin, hier bei dem. Drüber nachgedacht. Ich denke, passt das überhaupt hin? So mit meinem ganzen... So, das habe ich dann auch gesehen, wie ich den Karton aufgemacht habe. Ich hoffe ja, wie gesagt, dass du... wo ist denn jetzt hier? Dass du damit du vom Fleck kommst, vernünftig. Hier gibt es ja noch mit dem extra langen Käfig hier, das Ding. Gibt's ja noch. Gibt's ja noch? Ja, muss es doch. Leute, wenn sie so eine Dinger hier verballern... Mhm. Ich habe gedacht, so auf dem Mountainberg, so auf dem Berg. Kann das nicht schaden. Ja gut, aber irgendwann kippst du hinten über auch. Das steht am Morgen bei hin und her. Ja. Kommst du von der Stelle, drehst wie so ein Gott. Genau, drehst dich nach oben, so teilmäßig, klatsch. Wie so ein Traktor. für euch. Geil untersetzt. Oh, geil. Guck mal, wie ich den Berg hochkurbel. Genau, aber ich habe keine Übersetzung, ich habe eine Untersetzung. Ja, es ist gut untersetzt. Kurbelt man sich so den Berg hoch und bis oben bist du eigentlich 50.000 Kilometer gefahren. Dabei ist die Strecke nur 500 Meter oder so. 1000 Watt getrieben. Ja, eben. An der Stelle. Boah, ist eine Powerwagen, so. Von dem Quatsch. Grün. Dran. Also jetzt nicht über den Seitenschneider, das kann ich mir nicht annehmen. Was machst du denn jetzt? Ich brauche einen Seitenschneider. Ich muss das hier abmachen. B19 0 zu 17. Ja, das muss ab jetzt. Wieso denn? Das wird jetzt ehrlich das Thema. Wieso? Er ist doch jetzt fertig. Verleih. Warte mal ab, jetzt bricht alles auseinander. Der ganze Rad. Die Speichen brechen, Boom, weg. Kabel fliegt raus. Totalschaden. Ich drehe jetzt die Niete drin und alles explodiert. Das nagel ich die hier oben landet. Oh Gott, das wird. Das wird immer an denken muss. Die 19 zu 17 war hier. So Leute, guckt nochmal, ne? Hier, ne? So, guckt. So. Tommy macht auch 3 Kreuze, wenn ich hier raus bin. Na hallo, Alter, das ist mal Feiertag. Oder? Nee, am Umwerfer. Am Umwerfer außen, da müssen wir mehr Spannung aufheben. Na egal, schalten wir erstmal hoch. Aber man muss ja erstmal andersrum denken, ne? Genau, drücken. Drücken. Und? Stopp, da ist er. Geht nicht. Das geht auch schon nicht. Oh, jetzt fliegt er. Jetzt kommt er nicht mehr zurück, weil er festhängt. Ah, okay. Warte. Oh. Ey, das geht schon nicht. Warte mal. So, bis zu dem kannst du, höher nicht, dann hängt er sich. Drittletzte ist das, ne? Ne, viert. Oh. Oh, okay. Also, guck doch mal auf die Anzeige, was zeigt der denn da? Ja, da sind keine Zahlen drauf, aber das ist noch nicht mal Mitte. Das ist ein Übermittel, so. Oh, muss ja gucken. Schau mal runter. Runter. Also jetzt kleineres Rad, oder? Genau, ja, runter, raus, wieder. Raus, runter. Genau. Das geht alles, ne? Das geht wunderbar. Hä? Ist die Kette noch auf, ist, weißt du, ne? Ich vernichte, siehst du. Achso, okay. Guck auf der anderen Seite durch. Ah, alles klar. Nur noch nicht abgekniffen. Doch schon weg, klar. Denk doch da noch. Was denn? Nein, das ist doch... Ach, Brecher da, oder nicht? Nein, das ist, damit der Kette nicht hinter den Kohle abfällt. Das ist so ein Schutz am Kranz. Oh. Mann, siehst du. Da siehst du einmal hingeguckt. Das ist nicht mehr so. Okay. Das ist ja schon ein Erfolg, denn. Oh. Auf der zweitkleinsten. Auf der drittkleinsten. Also das letzte, was zu schalten hat. Du konntest ja bisher alles schalten, ne? Ist ja keine Probleme, ja. Ja, nee, ich hab. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ja, dann lass es doch drin, dann schalte ich ihn halt nur bis, muss ich halt, aber dann schalte es aus Versehen einen höher. Nein, dann klemmt das Ding fest, dann muss ich eben mal absteigen und irgendwie das Ding dann, das ist doch totaler Quatsch. Gut, aber jeden, fahr doch. Das ist alles ein Quatsch, dann stehst du da wie Blaseblub. Mit dem Scheiß, ey. Du musst so rumfrickeln an den Sachen so. Hat so einen Unfall gehabt, im Winter. Seitdem fährt die ohne Bremse. So, noch umtritt mich. Ach, ist doch scheiße. So, bin mal gespannt, ob das jetzt. Ja, Tommy hat's verschraubt. Tommy hat festgemacht. Ja. Genau. Nicht passend. Ja, musst du aber aufsetzen, das Plastikteil. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das ist ein Versuch, oder? Das ist ja Retourenzettel wahrscheinlich. Ja, ich kaufe da viele Schiffe. Man sieht ganz anders aus, ganz andere Qualität. Das ist ja wirklich, ey. Oh. Das machst du gerne, ne? Ja. Aber die ist nicht billig. 25 € ja. Und der bricht einfach so eine Schraube ab. Das gibt's ja nicht. Ich hatte zum Glück meine zweite, da habe ich die andere genommen und dann ist das jetzt wieder gut, ne? Aber dann stehst du da mit deinem Teller, ne? Glaubt man ja nicht, dass der in der Werkstatt so eine Schraube dir gibt. Ach, gibt's ja auch nicht. Geil, wie jetzt so hin und her wandert. Der Bremssattel. Oh. Wie schief der ist. Unvermittelbar oder schwer vermittelbar? Das entscheidet sich jetzt. Das sind jetzt auch die dritten Bremsbeläge. Ich weiß nicht, wann die Scheibe mal runter ist. Oh, hier das nächste Loch. Ich bin zu klein. Naja. Der muss ja dahinter sein. Hier. Dann probiere ich mal. Ja. Dann probiere ich das mal raus hier. Mal gucken, ob der das... Ja, weil ich muss sagen, ich bin auch aufgeregt. Schaltung haben wir jetzt nicht probiert, aber ist ja der gleiche Schaltabstand. Muss ja funktionieren. Glock. Bin ja mal gespannt. Oder Sicht. Jetzt heißt die Bremsfeder hier einbauen. Trampelgang. Das ist jetzt der Berggang gewesen mit. Ja. Einer kleinen Hose. Und was sagt er? Oh, gut. Das kommt auch ganz gut hin. Dann hole ich jetzt mal eben Geld. Ach, das ist so schön. Na, freut mich, dass wir das erledigt haben heute jetzt. Alles fertig. Wie 19.02.17. Abgeschlossen. Erledigt. Erledigt. So einfach muss es. Yay. Gut, Tommy, dann bis gleich. Ne? Also hier links runter war das, ne? Genau, links runter und dann ist da Karstadt. Das ist ein Riesengebäude Karstadt. Da ist die, wenn du vorne rechts, an Karstadt rechts runter, ist im Karstadt, also wenn du so willst, neben dem Karstadt Haupteingang ist die Sparkasse. Na gut. Also, Tommy, wir sehen uns morgen früh noch. Genau. Ja, wir sehen uns morgen früh noch. Ich bin korrekt, ich hab ja Zeit, ich hab ja morgen vor Mittag noch eine Schlau, komm ich vorbei. Ja, guckst du um die Ecke, ne? Guckst aus deinem Fenster raus, ne? Ja, komm ich vorbei. Ich komme ja aus die Richtung da, wenn ich dich sehe, dann verspringt dich an. Jetzt bist du verpflichtet. Immer wenn du da am Fenster vorbeifährst, musst du einmal Wolfgang! Den gucken wir. Ja. Okay. Ja, super, ne? Ich freue mich, dass du auf jeden Fall geklappt hast da mit dem Ding. Ich freue mich auch, also wirklich. Das Pferd, einfach voll. Fährt sich echt wunderbar, das ist wirklich auch ein Unterschied. Man merkt auch beim Schalten jetzt, ne? Das macht Spaß wieder. Ja, fest und knackig. Hm? Nicht so aus wie lutschte Ketten und so wieder. Weg. Ja. Er hat da wieder ein schönes Fahrzeug angebaut. Hat er. Danke. Hallo. Yo man, but is it yours, this shop? Yes. But can I come sometimes to just to look and I know, you man, I don't want to stress you. I'm trying to start with bicycles, but really I don't have the space, so yeah, that's the point. So I have to. But you can see everything on YouTube. I know, but I don't know why someone is telling me no, don't go on YouTube, see tutorials. I don't know. No tutorials, in normal life here you can see in the shop. Oh, beautiful bicycle, man. Crazy. Ich will ja nicht raus verkommen lassen. Da habe ich mal sehen, dass ich den Fahrradschloss kriege oder was. Das ist ein großes, gerade auch so ein großes Schloss wie du hast, was hast du das drin gemacht? Ich kann sehen, dass ich dir das bringen kann, dass du mir das verkaufst. Ich soll dir das verkaufen? Ja. Wenn du das machen würdest. Naja, du musst das mal bringen, dann müssen wir mal gucken, was wir da machen müssen, bevor wir das verkaufen. Du brauchst nicht machen, das ist alles in Ordnung. Der hat neue Reifen abgezogen und alles. Gut, dann sagen wir tschüss. Wolfgang. Auf Wiedersehen, Herr Müller. Herr Müller? Oh, liebe Leute. Nee, ich so sitze, ich auf die Bühne komme, dann so, wenn ich rufe, geht das auch. Ich sitze da so, so wirklich steif. Der Wolfgang, der friert schon hier. Ich nicht hier mit deiner, der kriegt die drin? Na, jetzt gerade noch ich nicht drin. Nee, ich hab das in meiner Tasche und alles gut. Kommt auch irgendwann wieder. Kommt irgendwann wieder. Das war das schön, machen Sie mir. Ja, ich habe jedes Jahr neue Ideen, wisst ihr. Ich kann da nicht immer wieder das Gleiche machen oder so. Nee. Sie sieht nicht. So, Wolfgang, Feierabend ist. Haben wir denn schon alle drin? Ja, oder? Ich hoffe. Ich habe keinen Bock mehr. Ab nach Hause. Wir sehen uns morgen. Also macht's gut, bis dann, ciao, euer Tommy.